Du bist auf Trade Zero und du willst dir Aktien praktisch ausleihen lassen, damit du sie shortest. Klar, am Anfang ist es ein bisschen kompliziert, das herauszufinden, aber das zeige ich dir genau in diesem Video. Hallo, hallo, Sniper Trading. Ich dachte heute, ich mache ein Video, über Market Orders, wie die so funktionieren und dann, wie man sich so Shares ausleihen lässt, damit man das auch shorten kann. Also, wir haben das hier, Shortlist. Man geht hier, Quatsch, man geht hier und hier Shortlist. Ups, das könnt ihr ja nicht sehen. Moment. So. Man geht also hier zu Shortlist hier. Klickt man drauf. Wenn man draufklickt, dann hat man das da hier, dieses Kästchen hier. Ne? Sagen wir zum Beispiel, ich will, sagen wir mal, okay. Kodak, also KODK. Ich gebe es hier ein. Eingabe. Dann kann ich hier 100 Shares, 300, 600, wie auch immer. Ne? So, dann sagen wir, ich will nur 100 Shares. Meistens, wir sind jetzt offline, wir sind jetzt Wochenende, aber meistens, wenn du das schon hier eingibst und Eingabe, dann hast du hier so letzter Preis pro Stück per Aktie. Ne? Dann weißt du schon ungefähr, wie viel. Dann klickst du Locate, dann hast du es halt hier. Es sagt dir zum Beispiel, du hast 100 Shares und das kostet alles so viel. Und meistens das hier natürlich abbrechen. Meistens hast du einen orangenen Knopf hier mit annehmen, also akzeptieren. Ne? Wenn du den Preis hier akzeptierst, dann ja. Wenn du akzeptieren klickst, hast du das dann hier. Hier irgendwo. Ne? Und statt hier zum Beispiel, ne? Statt hier LR oder NR oder wie auch immer. Jetzt hast du ja. Das heißt hier, dass du diese Aktie nicht shorten kannst, denn du hast sie nicht im Inventur, ne? Praktisch im Inventar meine ich zum Shorten. Wenn du aber hier den orangenen Knopf drückst, akzeptierst, dann hast du es hier, dann hast du es ja in deinem Inventar. Auf einmal hast du hier die Zahl, wie viele Aktien du dir ausgeliehen, ja genau, wie viele Aktien du dir besorgt hast halt, ne? So 100.000 wie auch immer. Und je mehr zum Beispiel du shortest, dann hast du 200 von 1.000. Sagen wir, du hast 1.000 Stück zum Beispiel genommen und du hast nur 500 geshortet. Dann hast du 500 Strichstrich auf 1.000. Das heißt, du hast nur 500 bisher verbraucht. Wenn du fertig bist, hast du die Aktien ja immer noch hier. Ne? Die hast du dir ja genommen. Es gibt einen Knopf, orangen, steht drauf Credit. Credit. Wenn du drauf drückst, wandert es hier oben. Du gibst praktisch diese Aktien zurück zum Verkauf und dann bekommst du auch so ein kleines bisschen was dafür. Ne? Zwar nicht den ganzen Preis, aber immerhin besser als gar nicht. Ich persönlich gebe sie kaum zurück, weil ich weiß, ein Trade kommt wieder. Ne? Genau, das ist halt, wie man short ist. Also hier eingeben, Eingabe mit der Tastatur, dann hast du es hier, du gibst, wie viel du willst. Klickst du Locates und dann hast du hier orangene Knopf zum Annehmen, das hier zum Ablehnen. Ne? Und wenn es keine Shares gibt also bei dem Broker, ne, zum Shorten, dann hast du hier No Shares, also gar nichts, leider. Das musst du halt immer wieder wiederholen. Manchmal verbessert sich das, manchmal gibt es was, manchmal nicht, etc. Die hast du dann hier in deinem Inventar und dann hast du hier, wie viele du geliehen hast. Und je mehr du hier davon verbrauchst, umso weniger hast du, ne? Natürlich. Später, wenn du fertig bist, klickst du Credit. So wie hier, siehst du? Aber es ist ein orangener Knopf. Credit wandert es hier oben aus. Und wenn es irgendwann mal verschwindet, dann hast du das praktisch zurückverkauft. Genau. Das ist eins. Das ist, wie man die Shares locate. So. Am besten, ich mache ein Part 2, also zweiter Teil für die Orders. So, bis gleich.